Good afternoon, everyone watching the upcoming Guten Nachmittag. By Ruben Gonzalez and Chris. They're both PhD students at Radboud University, and Ruben is also a Capture the Flag player under the name Red Rocket, or affiliated with Red Rocket. Their talk will be about post-quantum cryptography, and we'll take a... Dieser talk geht über post-quantum Kryptographie, über Kuiper. Dieser Talk wird übersetzt ins Deutsche. Dieser Talk ist voraufgezeichnet, aber die Fragen werden live sein. Willkommen zur Präsentation über Kuiper. Wie funktioniert es? Zuerst, mein Name ist Ruben Gonzalez. Ich bin ein Masterstudent in den Niederlanden mit meinem Kollegen Krijn Reinders. Ich erzähle euch über Kuiper heute. Zuerst ein kleiner Disclaimer. Ich will niemanden enttäuschen. Wir machen Boomer-Kryptographie. Wir werden nicht über Blockchain, NFT oder Bitcoin reden. Wir werden euch mit Mathematik langweilen, mit Schlüsselpaaren oder mit Regierungsbehörden. Dieser Talk ist in vier Teile unterteilt. Ich rede kurz über, was Postquantenkryptographie ist und warum sollte man sich darum kümmern. Und dann reden wir über Kuiper. Wir werden ins Detail gehen. Und Krijn wird euch über die Sicherheitsgarantien reden und wie das mathematisch funktioniert. Und einen Ausblick über die Zukunft geben von der Kryptographie und über die Zukunft. Postquantum-Kryptographie. Ein paar Grundlagen hier. Heute Kryptographie auf einem hohen Niveau ist in zwei Teile unterteilt. Langweilig und interessant. Die langweilige ist symmetrische Kryptographie. Das macht, was man erwartet. Du kannst Dinge entschlüsseln. Du brauchst Authentifikation. Wir haben einen geheimen Schlüssel, den niemand sehen kann. Wenn du diesen Schlüssel hast, kannst du Dinge entschlüsseln. Und wenn jemand auch diesen sicheren Schlüssel hat, kann er auch alles entschlüsseln. Ein Schlüssel für Verschlüsselung und Entschlüsselung. Und wenn man es in der Implementation nutzt, ist... Hash-Functions that are from the SHA-Family. Oder Hash, also das verwendet man hauptsächlich für AES oder SHA-Funktionen. Aber wir haben auch asymmetrische Kryptographie. Im Gegensatz haben wir einen sicheren Schlüssel, aber du hast nicht, es gibt keine Möglichkeit, dass zwei Parteien denselben geheimen Schlüssel haben. Es gibt, also du kannst asymmetrische Kryptographie verwenden, um den Geheimschlüssel auszutauschen. Asymmetrische Kryptographie verwendet ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen Schlüssel und einen Geheimschlüssel, und den öffentlichen Schlüssel kann nur der Empfänger haben. Mit einem öffentlichen Schlüssel entschlüsselst du und mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt man. Es ist ein bisschen schwieriger. Es gibt nicht nur zwei Algorithmen, sondern einen ganzen Zoo von Algorithmen, die man verwenden kann. Jetzt kurz über diesen Zoo. Einige dieser Ausdrücke, Kerr 2559, RSA. Es gibt diesen großen Zoo vieler Schemen, die du für verschiedene Dinge nutzen kannst. Es gibt verschiedene Schemen für verschiedene Sachen. Es ist ein bisschen komplizierter, um einen Überblick über diese Algorithmen zu geben. Aber wenn du auf diesen
Zu Überblicks, dann schaut es aus, als wären die Leute glücklich. Es ist eine glückliche Welt. Also warum würdest du das verändern wollen? Und im Post-Quantum-Kryptographie wollen wir das eigentlich fundamental verändern. Es gibt ein großes Problem mit diesem Zoo. Aber es ist etwas, das diesen Zoo überwältigen will. Dieser Typ, Peter Shah, der das zerstören möchte, alles, was da drin ist. Und warum ist das so? Wir haben diesen großen Zoo von asymmetrischer Kryptographie, aber wenn du die verschiedenen Schemen ansiehst im Detail, du kannst du sehen, dass sie auf zwei verschiedenen mathematischen Problemen basieren. Nummerfaktorisation oder diskretes logarithmisches. Also die gesamte Zoo hat zwei Probleme. Du musst nur das wissen. Peter Shor hat einen Quantum-Algorithmus gefunden, dass das zerstört, also dass all diese Algorithmen herausfinden kann. Alle heutige Kryptographie kann umgangen werden, wenn wir diesen Algorithmus verwenden. Aber das ist ein Quantenalgorithmus und man braucht einen großen Quantencomputer dafür. Aber wenn wir das haben, dann ist alle Kryptographie zerstört. Und warum sollten wir uns darum kümmern? Also vielleicht hast du einige dieser Pakete verwendet. Ob du das magst oder nicht, wirst du es wahrscheinlich aber schon genutzt haben. Also diesen Stream wirst du wahrscheinlich auch über TLS sehen. Entweder verwendest du E-Mail-Verschlüsselung, VPNs. Shors Algorithmus würde all das umgehen können. Und du solltest dich darum kümmern. Weil im heutzutage Informationszeitalter ist alles digital, alle Sicherheit ist auf Kryptographie aufgebaut. Wenn das kommt und alles umgangen werden kann, haben wir ein großes Problem. Und die Frage ist jetzt, wann werden wir große Quantencomputer haben? Und die Antwort ist, wir wissen das einfach noch nicht. Verschiedene Experten sagen Unterschiedliches. Die Meinungen unterscheiden sich zwischen 5 Jahren und niemals. Niemand weiß es. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Aber wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein für diesen Fall. Weil wir wollen nicht, dass alle unsere Informationssicherheit kaputt ist. Wenn zum Beispiel eine große amerikanische Geheimdienst einen Quantencomputer baut. Also Post-Quanten-Kryptographie geht es nur darum, asymmetrische Kryptographie zu gestalten, die nicht von Quantencomputern beeinflusst werden kann. Wir sind ziemlich sicher, dass diese mit Sicherheit nicht von Shors Algorithmus. Also, was jetzt haben wir über Postquantenkryptographie geredet. Ich möchte jetzt aber über Kyber reden. Kyber ist ein Postquantensystem, das in der Zukunft Die asymmetrische Verschlüsselung wird angegriffen werden. Also müssen wir eine neue bauen. Wir müssen einen neuen Zoo bauen, wo Leute wieder hingehen können und zurück sein und ihr Leben leben können. Und die Standardisierungsorganisation NIST hat schon vor ein paar Jahren um neue kryptografische Verfahren aufgerufen, die gegen Quantenkryptografien sicherer sind. Und die ersten Schemes davon werden wahrscheinlich bald standardisiert werden im Jahr 2022. Wir wollen ein Schema anschauen, das bald standardisiert werden soll, und das ist Kyber oder Kyber. Warum schauen wir uns genau das an? Es ist sehr schnell und die öffentlichen und privaten Schlüssel sind nicht zu groß. Das heißt, man kann sie in der echten Welt sogar benutzen. Das ist nicht bei allen Fällen, bei allen Post-Quantum-Verfahren der Fall. Es ist zwar noch nicht standardisiert, aber
Es ist schon teilweise eine Option in industriellen Anwendungsfällen. Ja. Du wirst ja noch nicht, was ein Lattice-basiertes Schema ist, aber ja, das werden wir in den hinkriegen. Das war der spannende Teil, der einfache Teil des Vortrages. Jetzt müssen wir unsere Ärmel hochrollen und wir müssen anfangen mit der Mathe. Wir brauchen die Mathematik, die dahinter steht. Und dafür gebe ich das Mikrofon ab. Allen tschüss. Ja, jetzt brauchen wir Mathe. Also lasst uns über Mathe reden. Also was brauchen wir in Kyber? Im Kyber brauchen wir Polynomen. Wir müssen mit Polynomen arbeiten. Und wir können über Polynome genauso verstehen wie Zahlen. Das heißt, wir können sie multiplizieren und wir können sie addieren und wir können, wie genau wie wir es mit Zahlen machen können. Und genau wie mit Zahlen in normaler Verschlüsselung, wenn sie zu groß werden, dann reduzieren wir sie. Wir benutzen diesen Modulo-Operator. Wir benutzen dasselbe mit den Koeffizienten von Polynomen und auch wenn das Grad des Polynoms zu groß wird, dann können wir es auch reduzieren. Mit einem anderen Polynom. Das heißt, wir haben eine Modulo-Operation mit Polynomen. In dieser Art und Weise können wir ganz viele spannende Sachen mit Polynomen machen. Und das ist die Mathematik, die wir benutzen, um mit Kyber zu arbeiten. Also was bedeutet, meine ich damit? Wenn wir Multiplikationen und Additionen machen können, dann können wir auch die Sachen mit Zahlen machen. Also wir können Vektoren bauen. Das heißt, wir können eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren und einem anderen Vektor zuaddieren. Und das funktioniert genau mit Polynomen. Wir können eine Matrize mit Polynomen haben und einen Vektor mit Polynomen und die können wir zusammen multiplizieren, weiteren Vektor hinzu addieren. Wir haben Multiplikation und Addition mit Polynomen. Das ist nicht sonderlich komplex, viel komplexer als das. Und dann, wenn wir das tun, wir haben eine Matrix, die wir mit einem Vektor multiplizieren, wir addieren einen neuen Vektor. Wenn ich das Ergebnis gebe dieser Berechnung und die Matrix, mit der wir angefangen haben, dann ist es sehr schwer, den multiplizierten Vektor herauszubekommen. Das ist das fundamentelle Problem für Kyber. Und das heißt, wir machen Module Learning mit Fehlern. Okay. Wir haben diese Matrize A und den geheimen Vektor S. Dann packen wir einen gewissen Fehler dazu, dass das Lösen schwerer wird und wir haben dann einen öffentlichen Wert T. Das heißt, hier ist die Formel A mal S plus E ist T. Und die öffentliche Schlüssel ist dieser Matrix E und das Ergebnis E T. Der private Schlüssel ist das S. Das ist alles, was wir brauchen, um ein Schlüsselpaar in Kyber zu erstellen. Wir müssen aufpassen, dass das private Schlüssel kleine Koeffizienten hat. Und wir müssen auch dafür daran arbeiten, dass der Fehler kleine Koeffizienten hat. Für den Rest des Falls ist dieser Fehlerterm ist wichtig, aber wir machen es einfach nur komplexer und wir schreiben jetzt einfach in Emojis, dass sie ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Wie können wir jetzt Daten mit so einem Schlüsselpaar verschlüsseln und entschlüsseln? Okay. Stell dir vor, du hast Kyber und du möchtest was verschlüsseln. Zum Beispiel möchtest du den Buchstaben C verschlüsseln. Es geht um diesen Wert C. Und wenn wir etwas verschlüsseln wollen, brauchen wir den öffentlichen Schlüssel. Wir haben diesen öffentlichen Schlüssel, diese Matrix A und den Vektor C. Als erst müssen wir C in einer etwas interagieren, was mit Kyber interagieren kann, um was umwandeln. Das heißt, zuerst in Binary umwandeln. Wir können alles in Binary umwandeln, das ist einfach. Das heißt, wir können einfach mal ASCII-Encoding benutzen. Und C wird in eine Serie von 1 und 0 umgewandelt werden. Das heißt, wir haben 1,
0, 0, 0, 0, 1, 1. Jetzt haben wir die binäre Darstellung und Kyber benutzt diese Polynome. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Wert in den Polynomen umwandeln. Das ist ziemlich einfach. Wir haben ein binäres Polynom. Das heißt, wir nehmen die Einsen und die Nullen und benutzen die als Koeffizienten für ein Polynom. In diesem Fall können wir hier das Polynom sehen. Ziemlich einfach. Also ein Bit ist ein Koeffizient von diesem Polynom. Da 0 mal irgendwas 0 ist, da können wir die ganzen Felder mit 0 weglassen und alles ein bisschen zerkürzen. Das heißt, wir haben einen Rohtext, den wir verschlüsseln können. Also wir haben x² plus x plus 1. Nee, x hoch 6 plus x plus 1. Wir haben nichts verschlüsselt, wir haben nur den Text erstellt. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen unseren Polynom vergrößern. Und das machen wir einfach dadurch, dass wir das Polynom mit einer großen Faktor multiplizieren. Also in diesem Fall 1, 3, 3, 7. Aber das ist einfach beliebig auswählbar. Wir müssen diesen Polynom mit diesem Koeffizient verschlüsseln, multiplizieren, in diesem Fall 1, 3, 3, 7. Und wir haben denselben Polynom, nur mit größeren Koeffizienten. Das heißt, der nächste Schritt ist, dass wir diesen Polynom haben. So. Und jetzt machen wir die echte Verschlüsselung. In Kyber ist es ziemlich einfach. Wir haben diesen Fehlerterm. Alle Fehlerwerte sind klein und wir stellen sie mit Emojis dar. Das heißt, sie müssen da sein. Also unser Text sind diese zwei Werte, V, ein Polynom, und U, das ist ein Vektor von Polynomen. V ist der Schlüsselwert des öffentlichen Schlüssels, den wir bekommen haben mit den Fehlerwerten. Und die Nachricht ist auch dort, wird dort auch addiert. U ist die Matrix vom öffentlichen Verschlüssel, auch multipliziert mit einem Fehlerwert. Und mit dem Karottenfehlerwert multipliziert. Das ist unser einfacher Wert. V und U ist der verschlüsselte Wert. Wir wollen nicht nur Sachen verschlüsseln, sondern wollen sie auch entschlüsseln. Wie passiert das in Kyber? Wir haben den privaten Schlüssel. Ja. Der öffentliche Schlüssel verschlüsselt, der private Schlüssel entschlüsselt. Wir haben zwei Werte. Und um sie zu entschlüsseln, müssen wir den öffentlichen Schlüssel entfernen. Das heißt V minus den privaten Schlüssel mal U. Und wenn wir jetzt das ausschreiben, ist es ziemlich lang. Aber wenn wir ein bisschen über die Emojis und Fehlerwerten anschauen, dann sind die meisten, der gesamte öffentliche Schlüssel fällt weg. Das heißt, D hier ist das Ergebnis der Berechnung V minus privater Schlüssel mal U. Das heißt, wir haben unsere Nachricht in D und das ist der entschlüsselte Text und wir haben diese Fehler und den privaten Schlüssel. Eine wichtige Operation, die wir sehen können, ist, wir haben gesagt, dass die Fehlerwerte klein sind im Vergleich zum Fehlerwert. Das heißt, es sind Polynome mit kleinen Koeffizienten und der private Schlüssel ist auch ein Polynom mit kleinen Koeffizienten. Das heißt, alles auf der rechten Seite ist klein und der Text ist groß im Vergleich, weil wir den mit einer großen Zahl multipliziert haben, 1, 3, 3, 7 in diesem Fall. Das heißt einfach, dadurch, dass wir alles runden, kriegen wir unseren Text, unseren Freitext, also unseren Standardtext zurück. Das heißt, dadurch, dass wir einfach unseren skalierten Text zurückskalieren,
haben wir den Wert wieder entschlüsselt. Das heißt, jetzt müssen wir ihn wieder in den Originaltext zurücksetzen. Das heißt, wir skalieren die Koeffizienten bei 1337. Wir fügen die Terme mit 0 wieder hinzu. Das heißt, alle Werte, die da nicht drin sind, hat ein 0 im Polynom. Das heißt, in der Stelle hat das Polynom ein 0-Koeffizient. Wir bringen die Nullen zurück und dann können wir daraus wieder den Binärwert erstellen. Und mit diesem Binärwert können wir den Buchstaben wieder dekodieren. Und dann haben wir wieder den ASCII-Code. Und das ist, wie Kaiba Zahlen entschlüsselt. Und wenn man den Kaiba Plaintext wieder zurückverschlüsselt. Wie kann Kaiba benutzt werden? Wir haben drei unterschiedliche Sicherheitslevel. Wir haben Kaiba 512 bis Kaiba 1024. Und in Kryptographie rechnen wir immer mit Bits, aber manchmal gibt es auch noch ein Vergleich mit AES. Die geringste Sicherheit, die wir akzeptieren können, ist 128 Bit AES. Und die sicherste Sicherheitslevel, den wir benutzen, ist 2064 Bit. Das heißt, Kaiba 1024 hat ungefähr 256 Bit an Sicherheit. Das ist, was der Endbenutzer wissen muss. Aber ich möchte auch zeigen, was die Sicherheit wirklich bedeutet bei Kaiba. Kaiba hat in der Regel drei Variablen, N, K und Q. Was bedeuten die? N bedeutet der Grad des Polynoms, der benutzt wird im inneren Berechnung. 256 bedeutet, wir haben Exponenten x hoch 256 maximal. Die Polynome sind ziemlich lang, 256 Bit oder Koeffizienten. K bedeutet, wie groß sind die Vektoren? Das heißt, Kaiba benutzt nicht nur Polynome, sondern auch Vektoren von Polynomen und Liste von mehreren Polynomen. Und die K-Variable sagt, wie viele Polynome sind in diesem Vektor. Q ist der Modulus für die Zahlen, das heißt, wir haben Koeffizienten und Q bestimmt, wie groß diese Koeffizienten werden können. Der größte Koeffizient, der benutzt werden kann, ist 3329. Und wenn wir es immer mit Modulo 3329 machen. Das heißt, in Kaiba müssen wir an keiner Stelle mit großen Zahlen arbeiten. Wie bei Pre-Quantum-Kryptographie haben wir große Zahlen. Hier sind die Zahlen nicht so groß, dafür haben wir mehr. Auch wichtig ist, auch ziemlich wichtig ist, hier haben wir Schlüsselgrößen von elliptischen Kurven, RSA und die Kaiba im geringsten Sicherheitslevel. Das heißt, sie haben den gleichen Sicherheitslevel ungefähr, aber elliptische Kurven sind richtig klein, AES ist ein bisschen größer und Kaiba ist viel größer. Aber wenn wir zum höchsten Sicherheitslevel gehen, dann können wir sehen, dass Kaiba ungefähr so groß ist wie RSA. Aber elliptische Kurven sind noch viel kleiner. Aber es geht nicht nur über die Geschwindigkeit, sondern vielmehr über die. Jetzt, wenn wir dieselben Sicherheitslevel in elliptischen Kryptographie und Kaiba haben, dann ist Kaiba viel schneller. Kaiba ist sehr, sehr schnell. Und wir können RSA einfach wegwerfen und es direkt mit elliptischen Kurven vergleichen. Und Kaiba ist noch schneller als elliptische Kurven. Und das ist noch
viel spannender, weil elliptische Kurven schon sehr schnell sind. Und noch besser, der höchste Sicherheitslevel von Kyber ist noch schneller als die geringste Sicherheitslevel von elliptischen Kurven. Das heißt, Kyber ist super schnell. Ich weiß, Benchmarks sind schwierig auf kryptografischen Plattformen, aber intuitiv ist Kyber ziemlich schnell. Also, eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, Kybers Quellcode ist online und ihr könnt es auf GitHub downloaden, runterladen. Desktop CPUs vom PQM4-Projekt. Which has optimized implementation for ARM-based embedded processors, or there's also in the PQ Crystals project. I also want to mention that in Kyber, ich möchte auch erwähnen, dass Kyber die Spezifikation der Code alles ist unter Creative Commons 0 lizenziert, also es gibt gar keine Lizenzen, keine Patentprobleme. Es ist in öffentlichen Hand, ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Das war es jetzt über Kyber. Also wir reden jetzt über Lattizen und warum das sicher ist, so wie es ist. Okay, so that was Kyber. Also das war Kyber. Wir reden jetzt viel über Polynome und nicht so viel über Lattizen. Also Kyber ist ein lattice-basiertes Programmprojekt. Warum denken wir, dass das sicher ist? Also gehen wir zurück zu den Zahlen, die wir genutzt haben, nur einfach, weil es verständlicher ist und intuitiver. Wir haben diese Matrix, wo wir mit einem Vektor multipliziert haben. Wir haben diese Matrix und wir multiplizieren sie mit A und B. Und was man hier jetzt sehen kann, diese 13,2 mit 8 mal multipliziert hat und den anderen Vektor B mal hinzufügt. Also A ist 1 und B, dann kriegst du den Punkt in den oberen rechten Ecke. Und das könnte man unendlich weitermachen. Und du kriegst all diese Punkte, die verteilt sind. Und es würde unendlich weitergehen in diesen Dimensionen. Wenn du unendliche Punkte hast, wenn du diese zwei ursprünglichen Vektoren hast. Also jetzt, unser sicherer Schlüssel ist eine Art, wie man diesen Punkt nimmt. Also die Matrix 1, die man im öffentlichen Schlüssel verwendet, beschreibt ein Gitter und es beschreibt einen gewissen Punkt einige Male. Und was macht dieser Fehlerquelle? Es verändert einfach diesen Gitterpunkt. Und dann kriegen wir das Endresultat T. Und eigentlich ist es jetzt sehr schwierig, von T zurück zu diesem Vektor S zu bekommen. Wir wissen, dass es der nächste Vektor ist zu dem Punkt T. Aber dieses Problem, den nächsten Vektor zu finden, ist eigentlich ziemlich schwierig. Und das ist, was wir nennen, das nächste Vektorproblem, weil wir für den nahesten Vektor sehen. Also dieses zweidimensionale Beispiel haben wir das, den Vektor E und D im öffentlichen Schlüssel und D und S im privaten Schlüssel. Also zurück. A gibt dir diesen ursprünglichen Vektor, den du verwenden kannst, um das Gitter zu finden. Und S gibt den geheimen Punkt. Und der Fehler gibt dir den nächsten, einen sehr nahen Punkt zum Gitter. Und T ist der öffentliche Punkt. Und der Punkt T zu S ist der nächste Vektorproblem. Also du denkst jetzt gerade, ich kann das verstehen für Zahlen, das ist ja nur Punkte im zweidimensionalen System. Aber im
Im dreidimensionalen könntest du, aber wir reden jetzt eigentlich über viel höhere Dimensionen, Polynome. Wie können wir das visualisieren? Und die Wahrheit ist, wir können das eigentlich gar nicht visualisieren. Aber wir wissen, wie man das berechnen kann. Und da geht es nur um die Zusammenzurechnen von Polynomen. Und wir denken abstrakt darüber, dass das ein Gitter ist, aber nicht wirklich. Also reden wir jetzt über diesen Postquantum-Zoo, den wir hatten. Also wir reden jetzt über Kyber und es gibt auch ganz andere Projekte, zum Beispiel Rainbow oder Falcon. Es gibt auch diese Schlüsselaustauschmechanismen, die sind ziemlich anders als die wir vor Quantentechnik hatten. Durch Faktorisierung. Im Postquantensystem haben wir ganz viele Probleme. Hash-basierte Kryptographie, isogeny-basierte Kryptographie. Das sind verschiedene Farben oder Formen der Kryptographie. Aber Postquantum-Kryptographie kommt. Amazon hat zum Beispiel das implementiert, also Zweitrunde Kandidaten, also zum Beispiel auch Kyber. Das deutsche Ministerium für Informationssicherheit hat auch einen Vorschlag vorgegeben, um das in ein E-Mail-Client zu integrieren. Wenn du noch nicht auf elliptische Kurven Kryptographie übertragen hast, dann geh einfach auf Postquantum-Kryptographie. Und das war unsere Präsentation über Postquantum-Kryptographie und über Kyber. Wenn du noch weitere lesen möchtest, hier gibt es einen Link zu einem Blog und da gehen wir noch mehr ins Detail, wie es funktioniert. Und das war jetzt nur ein Beispiel, das wir euch gezeigt haben. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir werden jetzt einige Fragen übernehmen. Excellent question. Well, warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Ah, eine gute Frage. Wir wissen, dass die NSA aktuell ganz viel Internetverkehr aufzeichnet und sie verschlüsseltes Verkehr aufzeichnet. Und sie hoffen, dass sie ihn irgendwann später entschlüsseln können, zum Beispiel mit großen Quantencomputern. Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, weil unser Internetverkehr jetzt schon aufgeschlüsselt wird und später entschlüsselt werden könnte. Und zweitens müssen wir uns jetzt darum kümmern, weil der Übergang, speziell weil Kryptographie sehr langsam ist. Die Standardisierung dauert lang und die Implementierung braucht noch länger und das Testen dauert auch lange. Darum müssen wir uns jetzt darum kümmern. Gibt es irgendwelche Nachteile? Noch eine sehr gute Frage. Ja, es gibt ein paar Nachteile, aber die sind nicht zu groß. Normalerweise sind die Schlüssel größer, als wir sie erwarten. Teilweise viel größer, als wir sie erwarten. Und die Geschwindigkeit ist auch nicht ganz so gut, wie wir es erwarten. Ein paar Schemata viel langsamer, als wir aktuell haben. Aber es wird immer noch weiterentwickelt. Und wir schauen immer noch, wie wir die Schlüssel kleiner machen können und dies alles effizienter hinkriegen können, dass wir sehr effiziente Teams bekommen, die unsere ganzen Probleme lösen. Warum isst du die ganze Zeit an dem Salat? Ja, weil es mein Salat ist. Ein dummer Wort. Okay, thank you. Okay, danke. Die erste Frage aus dem Internet ist, warum 7-Code ASCII anstelle von Unicode? In dem Beispiel würde es überhaupt keinen Unterschied machen. Wir haben ASCII benutzt, weil wir die ganzen Europäer wirklich ärgern wollen, weil die ganzen Umlaute, die sie da haben, komplett unnötig sind. Also ASCII ist das einzige Relevante. Ich wundert mich ein bisschen, ich hätte dich auch als Europäer eingeschätzt, aber die nächste Frage. Wie kann man die Sicherheitslevel in unterschiedlichen Leveln vergleichen?
Sorry, I'm really sorry, the connection was a bit lost there. Could you... Entschuldigung, da war irgendwie Verbindungsprobleme. Können wir die Frage nochmal haben? Natürlich. Kann man auch unterschiedliche Ns und Qs benutzen, um die Schlüsselsicherheit anzupassen? Ja, man kann das auch die anderen Werte verändern. Ich bin nicht sicher, ob die Frage möchte, dass ich das jetzt mache, aber die Sicherheitslevel sind relativ gut standardisiert. Aber eine gute Sache über Kyber, über die wir noch nicht geredet haben, ist, dass die Polynome, die Größe der Polynome und der Modulus bleibt gleich, nur die Anzahl, die Größe der Vektoren verändern wir. Das heißt, wie viele Polynome wir in einem Vektor haben. Und das macht es relativ gut. Man kann damit gut optimierten Code zu schreiben. Weil der größte Teil des Codes genau gleich ist, der Referenzimplementation, sieht man, dass nur dass der identische Code ist und nur der Header wird verändert, der definiert, wie groß die Vektoren sind. Das ist der Vorteil davon. Ja. Bei RSA haben wir unterschiedliche Schlüssellängen und ist es teilweise schwieriger zu optimieren, aber wir haben hier dieselben Größen, nur unterschiedlich große Vektoren. What about potential for hardware acceleration for Kyber? Wie ist das mit Hardware-Beschleunigung für Kyber? Ist das möglich? Ich weiß nicht, ob ich... Hardware-Beschleunigung für Post-Quantum-Kryptographie ist ein Bereich, wo viel Forschung passiert aktuell. Es gibt ein paar Leute, die versucht haben, ein Paper dazu, die RSA benutzen, Wiktzahlen und Hardware-Beschleunigung. Und das ist eine interessante Sache, weil man komplett andere Probleme lösen möchte. Und das ist eine offene Frage. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr vielleicht Kyber auf FPGAs ausprobieren oder sowas. Dann könnte man da auch ein Ergebnis haben. Probiert es, gibt es noch einiges an Forschung in dem Bereich. Und das ist ein aktiv beforschtes Gebiet. Noch eine weitere Frage. Wie kann es auf Embedded-Geräten verwendet werden, also dieses Kyber? Ich benutze es auf einem Cortex M3 und das ist ein ARM-basiertes Gerät. Normalerweise schauen wir uns Cortex M4s an, weil wir mit zwei reproduzierbaren Experimenten haben. Und Cortex M4-Boards sind relativ günstig verfügbar und es ist möglich, Kyber auf einem Cortex M3 laufen zu lassen. Und es gibt auch ein Projekt auf GitHub, das Kyber-Benchmarks für unterschiedliche M3-Boards hat. Das heißt, das ist auf alle Fälle möglich. Und woran ich aktuell arbeite, ist auf Cortex M3 und M4 zu testen und auch Anwendungen des basierten Code. Das heißt, wie kriegen wir es in TLS inkludiert oder WireGuard und KyberGuard dort? Es ist möglich. Die Frage ist, wie gering können wir gehen? Wie viel können wir optimieren? Gibt es dort noch irgendwelche Sicherheitsfragen? Wollen wir mehr Code haben und weniger Arbeitsspeicher oder andersrum? Und das ist etwas, an dem ich aktuell forsche. Aber es ist möglich, es auf Embedded-Geräten auszuführen. Wir können auch Cortex M0 gehen. Das ist sehr, sehr kleine Prozessor, aber
M3 läuft schon auf Smart Cards, das heißt, das ist, worauf ich aktuell arbeite. Ja, kleiner ist möglich, aber wie viel ROM möchte man verbrauchen und wie viel Zeit haben wir in der Laufzeit? Und die Benchmarks sind verfügbar, die sind auf GitHub und es läuft recht gut, es ist benutzbar, abhängig von dem, wofür es benutzt werden soll. So do I. There's another question by someone. Noch eine Frage. Has implemented it, and he just literally quote the question is: I implemented a raw learning with error scheme in an insecure. Ich habe das einfach mal implementiert. Es scheint zu funktionieren, aber bei einem Prozent der Fehler ist es zu groß. Wie werden denn die Fehler, die dann durch die zu großen Fehlerterme entstehen, gehandelt werden? Die Antwort ist Runden. Das heißt, wir werfen einfach die niedrigsten Bits weg, aber das hängt wirklich vom Schema ab, den wir benutzen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie wir da mit den Fehlern umgehen und wie die großen Fehler sind. Und im Endeffekt funktionieren das einfach, die niedrigsten Bits wegzuwerfen, abhängig davon, wie viele Fehler man hat. No, I think you're doing fine with the question, so I'll... Okay. If there's no question for you, I'm going to ask you a lot of questions afterwards. Very personal ones for the stream, you know. Ja, dann noch ein paar... Ja. I shall move on to the next question, but I think from a layman's perspective, this may also relate to the last question. Es hört sich so an, als ob die Fehler ähnlich ist. Die Fehlernachrichten sind klein im Vergleich zu den Messages. Wie stellt ihr sicher, dass es nicht der Verschlüsselungssicherheit angreift? Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es nicht ganz verstanden aufgrund von Internet. Klar. Die Frage ist, dieser Sicherheitsschlüssel und die Fehlerterms sind klein im Vergleich zu einer Nachricht. Wie stellen wir sicher, dass sie die Sicherheit nicht reduzieren, wenn sie zufällig gewählt sind? Und was ich glaube, dass ich gehört habe, aber kannst du die Frage beantworten. So it's why is why are warum why don't the small this the fact that the error and the private warum ist, small, why doesn't this compromise wenn der Fehler so klein ist, warum kompromittiert das nicht die Sicherheit? Und die Ergebnis ist, wir brauchen den, dass der Fehler klein ist, um diesen nächsten Faktorproblem zu lösen. Wenn der Fehler zu groß ist, dann könnte der nächste Faktor ein anderer Faktor der größte sein. Warum why the private key has to be small. There are some warum muss der private Schlüssel klein sein? That it doesn't break the security basically of this key. Wir wissen, dass dies nicht die Sicherheit reduziert, aber wenn du sagen könntest, warum das so ist, ich hätte das so gesagt, wir bringen die ganzen Fehlerwerte, wie stellen wir sicher, dass die Verschlüsselung nicht fehlerhaft ist? Und das ist eine sehr gute Frage, weil wir beweisen können, dass eine nachweislich zu geringer Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Entschlüsselungsfehler haben, aber Kyber ist schnell genug, um sie zu nachzuprüfen. Was wir hier gezeigt haben, ist die öffentliche Schlüssel ist, aber spezifiziert ist es CAM, der das intern benutzt. Und in der CAM-Version können wir sicher sein, dass das nicht passiert, weil Encoding-Dinger. Und es gibt einen kleinen und vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit, dass es einen Entschlüsselungsfehler gibt. Aber wenn euch das wirklich interessiert, ist es ein Blogpost, da könnt ihr den lesen. Und es geht quasi über die Inhalte des Vortrags und dort ist die Spezifikation von Kyber. Und die könnt ihr da lesen und dort könnt ihr sehen, dass es sehr viele Parameter angepasst werden mussten, dass diese Fehlerwerte, die wir einfach reinstreuen,
die Entschlüsselung nicht debalidieren und dass sie nur eine gewisse Wahrscheinlichkeitsbereich haben. Und wir machen die Wahrscheinlichkeit, dass die Entschlüsselungsfehler so klein sind, dass sie wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, ungefähr so einmal pro den Atomen auf der Erde. So groß sind diese Zahlen, mit denen wir da gehen. Das heißt, die sehr geringe Wahrscheinlichkeit. At least that's how it's. Zumindest habe ich das so verstanden. I'm sorry that we seem to have a technical problem. Tut mir leid, dass wir diese technischen Probleme haben. I think it's just the shitty internet at my parents' place. Es ist nur das schlechte Internet bei meinen Eltern hier. Also on my end, there are troubles as well, so. Bei mir gibt es auch Probleme. Vielleicht kannst du anfangen. Wenn Kyber umgehen könnte, diesen nächsten Faktorproblem zu lösen. Ja, das kann immer passieren bei Verschlüsselung. Wenn du das fundamentale Problem lösen kannst, dann kannst du das umgehen. Das nächste Faktorproblem ist ziemlich gut gelöst. Wir haben ziemlich viel Vertrauen. Das Problem mit anderen diesen Projekten sind an ziemlich nahen Problemen, also grünen Problemen, aber das sind alle an das nächste Fraktorproblem ist ziemlich ein altes Problem, also ich bin ziemlich sicher. Wir denken, dass das ein ziemlich gutes Problem ist, um zu beginnen. Die Frage ist auch, wie sind diese Gitter verwandt mit dem nächsten Vektorproblem? Ist es vielleicht ein bisschen einfacher? Also wie gesagt, das nächste Vektorproblem, da vertrauen wir. Das ist eines der Probleme, wo wir ziemlich sicher sind. Wenn du es schon gelöst hast, Kaiba würde umgangen werden können. Hört sich an. Also ich rede über Vertrauen. Vertraut man Kaiba um? Vertraut ihr Kaiba um eure Verschlüsselung zu machen? Möchtest du antworten? Ich würde Kaiba vertrauen. Wenn du skeptisch bist, du kannst auf Hybrid-Mode gehen, also auch Vorquantenkryptographie und Postquantenkryptographie verwenden. Aber persönlich, ja, ich würde es schon verwenden. Ich würde Kaiba momentan verwenden, aber wenn du dem nicht vertraust, kannst du den Hybrid-Modus verwenden. Die Idee ist, TLS vor Quantenkryptographie und Postquantenkryptographie gleichzeitig zu verwenden, sodass der Angreifer beide umgehen müsste, um die zu kompromittieren. Also musst du nicht komplett Kaiba vertrauen. Also wenn du das möchtest, Hybrid. Die Idee ist aber, da von dem loszuwerden, über diesen Überhang komplett loszuwerden. Ja. Was ich auch noch sagen möchte, ist, am Anfang von jedem Skriptsystem, Kurvensystem, jeder ist skeptisch, niemand möchte es momentan noch verwenden. Und das ist okay. Also funktioniert unsere Gemeinschaft. Aber über die Zeit verstehen die das. Okay, thank you. Danke. Jetzt gehen wir zu Spekulationen. Habt ihr einige Schätzungen, welches Projekt das gewinnen wird, die Post-Quantenkryptographie, welches Projekt wird das gewinnen? Es ist nicht ein Wettlauf, das ist wichtig zu sagen, aber Kaiba ist einer der Gewinner. Und das ist eigentlich ziemlich klar. Und kannst auch schon sehen, die Anwendungen
in der echten Welt. Wir haben schon zwei Beispiele mit Amazon und das BSI in Thunderbird, das E-Mail-Verschlüsselung verwendet wird. Kyber ist schon da. Einer der Gewinner. Ja, nicht nur eine Meinung, aber das ist ziemlich klar. Aber andererseits, McAleese mit ihrem Codebase-Projekt, das ist ziemlich groß in aller Hinsicht, würde ich sagen. Aber Menschen scheinen ihm mehr zu vertrauen. Ja. Diese für Camps und jeder ist mit den Signaturen. Also wir denken nicht, dass es Signaturen standardisiert werden. Also nicht dieses Jahr und nicht Anfang nächstes Jahr. Vielleicht hast du eine Schätzung. Ich mag nicht spekulieren. Es hört sich an, als wäre es ziemlich eine gute Antwort. Ah, jetzt musst du aber schon spekulieren. Kannst nicht. Ja, okay. Es ist interessant zu erwähnen für die Signaturen, dass es weniger einen Drang gibt. Besonders dieser Schlüsselaustausch, das wir machen möchten in der Postquanten, um das zu standardisieren und das zu integrieren. Die Signaturen, da gibt es mehr Zeit. Es gibt, wir können da auch bessere Lösungen finden. Dafür gibt es Zeit. Das, was ich auch schon gesagt habe, das Angriffsmodell, der Schlüsselaustausch, musst du jetzt lösen. Später könnte er später umgangen werden und dann kann Kommunikation entschlüsselt werden. Aber Signaturen, die haben eine geringe Lebenszeit. Und auch sind sie für Authentifizierung verwendet. Und wenn du einen aktiven Gegner hast, dann kannst du es nicht nur jetzt aufnehmen und dann kannst du nicht 10 Jahre später einen Angriff machen. Also da gibt es mehr Zeit. Also das ist noch nicht ganz klar. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten. Aber auch zum Beispiel die Verwendung für Signaturen für Dokumente. Könnte ein Angriff auch später relevant sein. Wenn sie eine lange Laufzeit haben, ja, aber in der Regel sind Schlüssel für Signaturen, die laufen irgendwann aus. Aber ja, wenn man Signaturen hat, die keine Auslaufzeit haben, dann ja, dann müssen wir da auch langsam drüber gehen. Ja. Insbesondere, wenn man Dokumente signiert, die sehr lange Lebenszeiten haben. Aber das ist jetzt nicht mehr meine Arbeit, meine Aufgabe ist es, die Fragen aus dem Publikum weiterzugeben. Noch eine letzte Frage. Ich glaube, dass das die letzte Frage ist, zumindest die letzte aus dem IRC. Das heißt, wenn ihr weitere Fragen stellen wollt, müsst ihr da schnell sein. Das ist eine sehr praktische Frage. Gibt es mögliche Implementierungsprobleme? Gibt es Tests für sichere Implementierungen oder kann man es auch sehr naiv implementieren? Das ist ein großer Kampf in der Kryptographie-Gruppe. Es gibt Leute, die sagen, es gibt ein paar Ausgewählte, die sie sicher implementieren können. Du solltest nie und niemals selber machen. Ich bin der Gegenseite, die sagt, Leute sollen mit ihren Implementierungen rumspielen und es ausprobieren, aber Kyber ist eins der Schemen, die einfacher richtig zu implementieren sind, aber es kommt auch darum, wo ihr es benutzen wollt. Das heißt, es gibt Seitenkanäle, die dabei relevant sein können, insbesondere auf Embedded-Geräten, Analysen und so weiter, Stromanalysen, und das ist auch etwas, was immer noch so unklar ist. Wenn ihr eine solche Implementierung macht, dann müsst ihr maskierte Implementierungen realisieren. Das wäre ein komplett eigener Vortrag, da möchte ich jetzt nicht zu viele kurz was sagen, was ihr machen müssen, dann ist es
sicher, es ist ein bisschen komplexer. Da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dieses machen oder ich mache dies oder mache jenes. Aber im Bereich von einfach zu schwer ist Kyber eher einfach, sicher zu implementieren. Aber wenn ihr euch das näher anschauen wollt, schaut die Implementierung an. Es gibt Referenzimplementierungen, es gibt PQ Clean und schaut euch die Implementierung online an. Wir werden uns das später anschauen. Und in der Spezifikation selber, die in dem Blogpost vorhanden ist, gibt es auch ein paar Anmerkungen, die informieren, was man jetzt vielleicht machen sollte, wo man vorsichtig sein sollte. Okay, and there was just an additional question as well, and that is what is the status of Kyber in OpenTL and GNU? Wir haben noch eine Frage bekommen. Wie ist es mit GNU TLS und anderen Implementierungen? Ja, wir sehen Adoption in Krypto-Bibliotheken langsam, aber OpenSSL, ich möchte jetzt nicht dagegen meckern, aber die OpenSSL-Codebasis ist, wie kann man sagen, sehr komplex und ein bisschen schwierig für Leute von außerhalb, die zu verstehen, was OpenSSL da macht, wie ihre Codebasis aufgebaut ist. Aber es gibt ein Projekt namens OpenOQS. Das ist ein Fork von OpenSSL und die haben schon Postgres Kryptographie implementiert. Nicht nur Kyber, sondern auch andere. LibOQS. Und es gibt noch andere Bibliotheken. WolfSSL zum Beispiel, die eine kleinere Codebasis haben und die haben in ihrer Veröffentlichung, in ihrem Hauptbranch Git, haben sie Postquantum-kryptografisches Scheme und Kyber ist auch dabei. Kita-basierte Schemas, wie zum Beispiel Kyber, Falcom und noch ein anderer, sind implementiert. Das heißt, es ist schon dabei bei WolfSSL. OpenSSL, es gibt einen Fork davon. Wir sind Benchmark, machen wir erstellen Benchmarks und testen. In der Hoffnung, dass es später zu OpenSSL zurückkommt. Aber OpenSSL ist nicht ideal für Experimente, weil Codebasis sehr groß und in einigen Ecken sehr, sehr komplex ist, wenn man daran arbeiten möchte. Andere Libraries sind da besser. Ich weiß nicht, inwieweit das bei GNU-TLS kommt, aber es kann sein, dass es schon jemand anderes da schon was gemacht hat. Ich habe mit WolfSSL schon gearbeitet und GNU-TLS weiß ich nicht. Es gibt GNU-PG. Es gibt Leute, die darüber reden, über GNU-PG zu benutzen, zu implementieren für E-Mail-Verschlüsselung und es gibt ein paar Fortschritte da, aber wir werden es sehen. Okay, this brings us to a really final question, which is okay, eine allerletzte Frage. Wie nah sind die aktuellen Cloud Implementierung daran, die Benutzer von Cloud-Instanzen ihre Daten zu TLS zu brechen oder Standardverschlüsselung zu öffnen. Generell, kann man Cloud Computing benutzen, um öffentliche Schlüssel. Es gibt Quantum. Laut der Fragesteller, es gibt es Quantum-Angebote von zum Beispiel Amazon. Können die schon benutzt werden, um aktuelle Public Key-Verschlüsselungen zu brechen? Wenn ich die Frage richtig beschwere, aktuell existierende Quantencomputer, können die jetzt schon benutzt werden? Aktuell sind sie es nicht. Ja, es gibt Quantencomputer, aber sie haben nicht ansatzweise die Menge von Qubits, um echte
relevanten Schema, kryptografischen Schema zu brechen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Qubits, sondern wir brauchen auch Phantom-Register, die groß genug sind, weil wir die alle zusammenhängend machen müssen, weil sie entangled sind. Und auch viel Quantum-Zeug machen. Und wir brauchen auch Fehlerkorrektur, die gut genug ist. Und es gibt technische und Ingenieurprobleme, die überwandelt werden. Es gibt noch ein paar Probleme, die gelöst werden müssen. Und die aktuellen Quantenkryptografien sind mit Abstand nicht groß genug, um einen Angriff zu ermöglichen. Außer ihr habt natürlich irgendwie eine kleine Beispiel-Schlüssel-Sachen mit wenigen Bits, aber für die Implementierung ist es noch kein Angriff. Aber vielleicht in den nächsten Jahren, wir wissen es noch nicht. Wir können einfach noch nicht in die Zukunft schauen. Und der größte Quantum-Computer sind Quantum Annealer, die ganz anders funktionieren. Quantum Annealing ist ein komplett anderes Ding, ist eine andere Art von Quantum Computer, aber da haben wir noch keine Angst vor aktuell. Ja. Aktuell sind die noch kein Risiko, aber wir wissen auch nicht, wann sie ein Risiko werden können. Und warum würden wir jetzt schon zu Post-Quantum-Kryptographie umsteigen? Es geht darum, dass wir Kryptographie standardisieren müssen und implementieren müssen und inkludieren müssen. Wir haben das bei den elliptischen Kurven gesehen, das dauert einfach. Das heißt, selbst wenn Quantum-Computer irgendwie in 10, 15 Jahren sind, diese ganze Übergangszeit würde so lang dauern, dass wir erst am Ende davon die Daten sicher sind. Ja. Und das ist noch sehen, asymmetrische Verschlüsselung ist einfach überall. Also Beispiel in meinem Reisedokument, in meinem Reisepass. Es gibt Dokumente, die Gültigkeiten über 10 Jahren haben, also zum Beispiel Ausweise. Und das dauert einfach lange mit diesen Sachen, mit Dokumenten, die von Regierungen ausgestellt werden. Das dauert alles und dauert. Okay, thank you very much. Okay, vielen Dank. Es gab ein paar sehr interessante Antworten von den Zuhörern und die sind auch sehr interessant. Und vielen Dank für euren Vortrag und ja, wir sehen uns und tschüss. Ja, tschüss.